Einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen miteinander, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Familienangehörige, liebe Weggefährtinnen und Weggefährten, liebe Gäste aus nah und fern und all jene, die uns über den Livestream zugeschaltet sind. Ich darf Sie im Namen der Hochschule alle ganz herzlich willkommen heißen zu diesem besonderen Abend anlässlich der Abschiedsvorlesung unseres langjährigen Neutestamentlers Professor Dr. Roland Gebauer. Ihn, seine Frau Christine und die beiden Söhne Ruben und Lukas grüßen wir ganz besonders herzlich. Vielleicht ist ja Tabea uns zugeschaltet über die Ferne, das weiß ich nicht. Jedenfalls herzlich willkommen. Wir sind sehr dankbar und freuen uns, dass dieses Zusammensein auch in so einer voll besetzten Runde heute Abend inmitten der Corona-Zeit in dieser Weise möglich geworden ist. Wir bitten Sie in der Begegnung, wenn wir miteinander reden, die geltenden Abstandsregeln einzuhalten und bei Bewegung im Raum bitte die Maske aufzusetzen. An den Plätzen dürfen die Masken abgenommen werden. Sie haben auf Ihren Plätzen auch den pflichtgemäßen Datenerhebungsbogen gefunden, den wir eben ausfüllen müssen. Sie haben auch einen eigenen Kuli dafür bekommen von der Hochschule. Bitte tragen Sie da die entsprechenden Daten ein, legen Sie das Blatt am Ende unter Ihren Sitz und den Kuli dürfen Sie fröhlich mit nach Hause nehmen. Ja, Professor Dr. Roland Gebauer hier im Hause vorstellen zu wollen, das ist wie Eulen nach Athen tragen. Lassen Sie mich aber doch wenigstens ein paar wenige wichtige Stationen seines beruflichen Weges und Wirkens in Erinnerung rufen. Roland Gebauer hat seine berufliche Laufbahn im Bereich des Journalismus begonnen. Zunächst ein Volontariat, später noch eine Redakteurstätigkeit. Und zwischen 1977 und 1983 studierte er evangelische Theologie in Frankfurt am Main und in Erlangen. Von 1984 bis 1993 war er wissenschaftlicher Assistent und akademischer Rat an der Universität Erlangen. Zwischen 1995 und 1998 war er Pastor der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Wetzlar. 1987 wurde er mit seiner Dissertation über das Gebet bei Paulus, forschungsgeschichtliche und exegetische Studien, zum Doktor der Theologie promoviert. 1996 erfolgte seine Habilitation mit einer Arbeit über Paulus als Seelsorger, ein exegetischer Beitrag zur praktischen Theologie. Von 1997 bis 2006 arbeitete er als Privatdozent für Neues Testament an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Und seit 1998 lehrt Roland Gebauer hier als Professor für Neues Testament und biblische Theologie an unserer Theologischen Hochschule. Ab 2001 war er 12 Jahre lang Prorektor und ist seit 2013 als Rektor tätig. Roland Gebauer ist Schriftleiter der Zeitschrift Theologie für die Praxis und Autor und Herausgeber etlicher Bücher und Fachbeiträge zu neutestamentlichen Themen, aber auch zu allgemeinen theologischen Fragestellungen. Nach nunmehr 23 Jahren hier im Haus als Professor möchte sich Roland Gebauer heute akademisch, wie es sich ziemt, aus dem aktiven Dienst verabschieden. Es ist die paulinische Theologie, lieber Roland, die dir immer am Herzen gelegen hat und so verwundert es niemand, der dich kennt, dass es auch heute ein paulinisches Thema ist, das du dir vorgenommen hast für diese Abschiedsvorlesung, Gerechtigkeit als Christusförmigkeit zur Heilsbedeutung der Taufe beim Apostel Paulus. Noch einmal herzlich willkommen heute Abend Ihnen allen, besonders Roland Gebauer. Wir sind nun gespannt auf deinen Vortrag und geben dir gerne das Wort. Ja, die Paulusbrille, genau. Das fängt ja gut an. Ja, liebe
Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen und weitere Hochschulangehörige, liebe Gäste, auch zu Hause oder wo auch immer an den Bildschirmen. Diese Vorlesung ist nicht nur meine letzte als Professor hier an der Theologischen Hochschule, sondern auch die letzte im Gesamt meiner Vorlesung zum Römerbrief in diesem Semester. Und insofern bezieht sie sich zentral auf den Römerbrief, und zwar unter dem Aspekt der Taufe. Zu diesem Thema bin ich gekommen, da mich die Frage der Taufe schon als Theologiestudent beschäftigt hat und mich im weiteren Gang meines theologischen Arbeitens nicht mehr losgelassen hat. Verstärkt wurde sie in den letzten Jahren durch eine Arbeitsgruppe der Vereinigung Evangelischer Freikirchen und der Evangelischen Kirche in Deutschland für ein besseres Miteinander, in der ich mitwirken durfte. Und dabei stellte sich sehr schnell die Frage nach dem Verständnis und nach der Praxis der Taufe als eines der Hauptprobleme heraus. Das führte erfreulicherweise zu einer gemeinsamen Konsultation unter dem Thema Neue Perspektiven auf die Taufe, die im März 2019 hier an unserer Hochschule stattfand, und mein Kollege Stefan von Twardowski war auch dabei. Dabei konnten erwartungsgemäß die Differenzen zwar nicht aufgehoben werden, aber immerhin im Geist versöhnter Verschiedenheit offen ausgesprochen und kritisch konstruktiv miteinander geteilt werden. Theologisch stehen sich hier nach wie vor ein sakramentales und ein nicht sakramentales Taufverständnis gegenüber. Es geht stark verkürzt um die Frage: Ist die Taufe eine Weise der Heilszueignung bzw. der Heilsvermittlung, oder ist sie lediglich Bekenntnis und Bestätigung des bereits im Glauben ohne Taufe empfangenen Heils? Mit entsprechenden Auswirkungen auf die Taufpraxis, vor allem in Gestalt der Säuglingstaufe und der Erwachsenen- bzw. Glaubenstaufe, woraus nicht selten eine Alternative gemacht wird. Dieser Problematik möchte ich im Folgenden exegetisch-theologisch nachgehen, zugespitzt auf die Frage: Wie gestaltet sich das Verhältnis von Heilszueignung und Taufe? Vermittelt Gott sein Heil an den Menschen in der Taufe oder ohne sie? Oder ist diese Alternative gar völlig falsch? Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet geht es um die Frage: Was geschieht eigentlich in der Taufe? Wofür steht sie? Was bedeutet sie? Antworten suche ich, wie gesagt, beim Apostel Paulus, in dessen Briefen sich die theologisch bedeutsamsten und ertragreichsten neutestamentlichen Ausführungen zur Taufe finden. Vorab soll so viel zur Thematik gesagt werden. Die Taufe gehört im Urchristentum zu den Anfängen des Christseins, genauer in den Prozess der Christwerdung, der unter anderem mit den Stichworten Bekehrung und zum Glauben kommen näher umschrieben wird. Und daraus ergibt sich die Frage: Welches Heil empfängt der Mensch dadurch, dass er sich bekehrt und zum Glauben an Jesus Christus kommt? Von Paulus her kann man das sehr klar beantworten. Der Mensch empfängt das Heil der Rechtfertigung bzw. der Gerechtigkeit Gottes. Und somit sind wir beim zentralen Thema des Römerbriefs, in dessen Zusammenhang sich auch die theologisch reflektiertesten Ausführungen des Apostels zur Taufe finden, nämlich in Kapitel 6. Und so frage ich erstens nach dem Verhältnis von Rechtfertigung, Glaube und Taufe im Römerbrief. Zweitens nach dem entsprechenden Befund in anderen Paulusbriefen, um am Ende ein kurzes Fazit zu ziehen. Die Nicht-Theologinnen und Theologen unter Ihnen mögen es mir verzeihen, wenn ich hin und wieder exegetische und theologische Fachbegriffe gebrauche. Dort, wo es ohne größeren Aufwand möglich ist, werde ich sie erklären. Man möge mir auch verzeihen, dass ich nicht durchgängig männliche und weibliche Formen gebrauche. Das würde die Sprache noch mehr verkomplizieren.
Auf dem ausgelegten Blatt mit den Bibelstellen, ja, da finden Sie die Haupttexte des Paulus, auf die ich mich im Folgenden beziehe. Wichtige Aussagen sind fett gedruckt und besonders wichtige Aussagen sind noch gelb unterlegt. Und für alle, die im Livestream mit dabei sind, das Blatt ist auf der Homepage unter dem Hinweis auf die Abschiedsvorlesung abrufbar. Das Evangelium ist eine einfache Botschaft. Seine Inhalte in ihrer Komplexität zu verstehen und miteinander in Beziehung zu setzen, ist schon schwieriger. Und noch schwieriger wird es, wenn man dabei dem Apostel Paulus folgt. Und so habe ich vor, Ihnen und euch heute Abend ein bisschen was zuzumuten. Aber ich glaube, es lohnt sich. Und damit komme ich zum ersten und weitaus längsten Abschnitt des Vortrags, nämlich das Verhältnis von Rechtfertigung, Glaube und Taufe im Römerbrief. Nach Paulus empfängt der Mensch, indem er zum Glauben an Jesus Christus kommt, das Heil Gottes in Gestalt der Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott, die durch die Sünde verwirkt ist. Der Apostel legt dies vor allem im Römerbrief dar, und zwar primär anhand der Begrifflichkeit der Rechtfertigung bzw. der Gerechtigkeit Gottes. Entsprechend umreißt er am Anfang in Kapitel 1 das Thema des Briefes, und Sie finden das auch auf dem Handout. Es geht um das Evangelium als die Macht Gottes zum Heil für jeden Menschen, der glaubt. Macht zum Heil deshalb, weil im Evangelium die Gerechtigkeit Gottes, das heißt die Gemeinschaftstreue Gottes zu uns Menschen, offenbart wird. Wenn Sie jetzt in Ihren Köpfen, jedes Mal, wenn ich von Gerechtigkeit Gottes rede, im Hintergrund den Begriff Gemeinschaftstreue Gottes abspeichern, dann können Sie vieles bei diesem missverständlichen Begriff Gerechtigkeit Gottes besser verstehen. Gemeinschaftstreue Gottes. Diese Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes geschieht aus Glauben zu Glauben, wie Paulus schreibt. Der Glaube ist demnach die Weise, in der das Heil Gottes im Leben des Menschen ankommt und zu einer existenziellen Wirklichkeit wird. Der Apostel präzisiert diese grundlegenden Aussagen im weiteren Fortgang des Briefes. So wird laut Kapitel 3 die Gerechtigkeit Gottes dem Menschen in der Weise des Glaubens an Jesus Christus zuteil, beziehungsweise empfängt, wer an Jesus glaubt, das Heil der Rechtfertigung. Rechtfertigung bedeutet, grob gesagt, Sündenvergebung und Annahme bei Gott, also Aufnahme in die Gemeinschaft mit Gott, so dass Gerechtigkeit Gottes und Rechtfertigung unter dem Gemeinschaftsaspekt sehr eng miteinander zusammenhängen. Und dabei bezieht sich der Glaube primär auf den sühnenden Tod Jesu. Das werden wir später noch zu bedenken haben. Im sogenannten Schriftbeweis für die Wahrheit der Rechtfertigung allein aus Glauben beschreibt Paulus in Kapitel 4, so dann am Beispiel Abrahams, das existenzielle Vertrauen auf die Heilszusage Gottes als die Weise des Glaubens, die das Heil der Gerechtigkeit Gottes empfängt. Resümierend hält Paulus als Ertrag seiner Ausführung am Beginn von Kapitel 5 fest, das Heil der Rechtfertigung, das im Glauben zu einer existenziellen Wirklichkeit wird, bedeutet, in einem neuen Gottesverhältnis, Verhältnis zu Gott zu leben, im Zustand des Friedens mit Gott, wie er schreibt, der den vorherigen Zustand der Feindschaft ablöst und der von der bleibenden, heilvollen Zuwendung Gottes, das heißt von seiner Gnade, lebt. Ermöglicht wurde dies durch unseren Herrn Jesus Christus, vor allem durch seinen sühnenden Tod. Es geht in der Rechtfertigung also um die Wiederherstellung der schuldhaft gestörten Gottesbeziehung des Menschen aufgrund des Heilshandelns Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Indem der Mensch zum Glauben kommt, wird er in dieses Handeln einbezogen,
sodass die neue Beziehung zu Gott zur tragenden Wirklichkeit seines Lebens wird. Und als Beziehung des diesseitigen Menschen zum jenseitigen Gott hat diese Beziehung deshalb auch nur im Glauben einen bleibenden Bestand und ist sie auch nur im Glauben wirklich. Der Glaube bzw. das zum Glauben kommen ist demnach die Weise, in der das Heil Gottes in Gestalt einer lebendigen Gottesbeziehung zu einer existenziellen Wirklichkeit wird und sich auch dauerhaft als eine solche erweist. Und somit besteht das Heil, das der Glaubende empfängt und in dem er bleibt, in der neuen Beziehung zu Gott, in der Gemeinschaft mit Gott. Indem er den Menschen in diese Gemeinschaft mit sich hineinstellt, indem er das tut, erweist Gott seine Gerechtigkeit. Von der Taufe ist in all diesen Aussagen bei Paulus mit keinem Wort die Rede. Nun muss aber bedacht werden, dass der und die Glaubende an Jesus Christus glaubt, durch dessen Tod und Auferstehung Gott das Heil der Rechtfertigung ermöglicht hat. Und von daher stellt sich doch die Frage, ist Jesus Christus mit seinem Sterben und Auferstehen lediglich der Vermittler der neuen Beziehung zwischen Mensch und Gott, sodass der Glaube an Jesus lediglich der Glaube daran wäre, dass Gott durch ihn den Zugang zur heilvollen Gemeinschaft mit sich selbst eröffnet hat, ohne dass die Existenz im Glauben näher von Christus bestimmt wäre? Oder ist der Gottessohn mit seinem Sterben und Auferstehen so etwas wie das Grundmuster des Heils der neuen Gottesbeziehung, das die Glaubenden in ihrer Existenz nachhaltig prägt? Nach Paulus ist Letzteres der Fall. Und genau hier kommt die Taufe ins Spiel, und zwar in einer ganz bestimmten Hinsicht und in einer ganz bestimmten Funktion. Aus dem Gedankengang des Römerbriefs wird das klar ersichtlich, und das wollen wir uns jetzt etwas näher ansehen. Bereits in Kapitel 1 deutet die Rede vom Heil, das in der Macht Gottes durch das Evangelium im menschlichen Leben bewirkt wird, das bedeutet eine damit einhergehende grundlegende Änderung der menschlichen Existenz vor Gott an. Worum es dabei genauer geht, entfaltet Paulus in den folgenden Abschnitten, in denen er die Gerichts- und Todesverfallenheit aller Menschen aufgrund ihrer faktischen Sündenschuld vor Gott theologisch aufweist. Der einzige Weg zur Erlösung aus dieser Verlorenheit ist, wie bereits ausgeführt, die Rechtfertigung, die der Mensch im Glauben empfängt. Und das ist eine Aussage, die Paulus nun aber sofort christologisch und sühnetheologisch zuspitzt in Kapitel 3. Die Stelle ist auch auf dem Handout. Demnach wird nämlich das durch die Sünde verursachte Todesverhängnis durch den sühnenden Tod Christi von uns Menschen genommen und werden wir so in die neue heilvolle Gemeinschaft mit Gott hineingestellt. Sühnend heißt dabei, Christus hat mit seinem Tod die Unheilsfolge unserer Sünde stellvertretend, das heißt an unserer Stelle auf sich genommen, und er hat der Sünde so ihre tödliche Macht genommen. Und auf diese Weise nimmt Gott uns wieder in seine Gemeinschaft auf, erweist er seine Gerechtigkeit. Hier gäbe es viel zu sagen, ich kann das nur bei diesen Andeutungen belassen. Nach Paulus wird, wie wir bereits gesehen haben, dieses Handeln Gottes in Christus nur im Glauben zu einer existenziellen Wirklichkeit für uns Menschen. Mehr als dass dieser Glaube sich auf Jesus Christus und das Heilshandeln Gottes in ihm bezieht, sagt der Apostel in diesem Zusammenhang aber nicht. Und bis dahin auch noch nicht, bis Kapitel 3. Etwas deutlicher wird er am Ende von Kapitel 4, wo er eine geprägte Überlieferung aufnimmt, wonach unsere Übertretungen, wie es heißt, die Ursache für den Tod Christi sind und unsere Rechtfertigung eine Folge seiner Auferweckung ist. Damit ist indirekt eine Entsprechung ausgesagt, nämlich zwischen Tod und Auferweckung Christi einerseits
und unserer tödlichen Sündenschuld und dem neuen Leben im Heil der Rechtfertigung andererseits. Hier profiliert der Apostel also die Christusbezogenheit des Glaubens ein Stück weit in Richtung einer Parallelität des Ergehens Christi und der Christen, nämlich Tod oder Sterben und neues Leben. Diese Entsprechung führt er in Kapitel 5 noch weiter aus, indem er zunächst von der Überwindung unserer Todesverfallenheit als Sünder, Gottlose, Feinde Gottes, wie es heißt, durch das Heil in Gestalt von Rechtfertigung, Versöhnung und künftiger Rettung spricht und indem er dies auf den sühnenden Tod und das durch die Auferweckung erlangte neue Leben des Gottessohnes zurückführt. Ich kann das jetzt alles nur ganz kurz andeuten. In der dann folgenden sogenannten Adam-Christus-Typologie spitzt der Apostel diesen fundamentalen Gegensatz zwischen Tod und Leben, zwischen Unheil und Heil, er spitzt ihn zu im Blick auf die gesamte Menschheit. Demnach wird das Unheil, das der Urmensch Adam gebracht hat, nämlich Sünde und Tod, für alle Menschen durch das Heil überwunden, das der neue Mensch Christus bringt, nämlich Rechtfertigung und ewiges Leben. In den ersten 5 Kapiteln des Römerbriefs zeigt sich also folgender Befund. Das Heil Gottes in Gestalt der Rechtfertigung bedeutet die gnädige Wiederherstellung der verwirkten, heilvollen Gottesbeziehung des Menschen. Diese Wiederherstellung vollzieht sich als Versetzung der menschlichen Existenz aus der Wirklichkeit der Sünde und des Todes in die Wirklichkeit der Gemeinschaft mit Gott und des Lebens. Grundlage hierfür ist das Heilshandeln Gottes im sühnenden Tod und der Auferweckung seines Sohnes. Im Glauben, der durch die Verkündigung des Evangeliums in Gestalt des Zuspruchs dieser umfassenden Wirklichkeit geweckt wird, in solchem Glauben wird dieses machtvolle Heilshandeln Gottes in Christus zu einem ebenso machtvollen Heilshandeln Gottes am Menschen. Weshalb der Glaube sich stets auf Jesus Christus bezieht und Glaube an ihn ist, auch wenn das letzte Gegenüber oder letztliche Gegenüber des Menschen in diesem ganzen Geschehen Gott, der Vater Jesu Christi ist, in dessen Gemeinschaft bzw. Gerechtigkeit der Mensch ja aufgenommen wird. Und das ist eine Diskrepanz. Diskrepanz zwischen Glauben an Christus einerseits und Aufnahme in die Gemeinschaft mit Gott andererseits. Die beiden sind ja nicht unbedingt deckungsgleich. Und das ist merkwürdig und verdient Beachtung. Und es stellt sich von daher die Frage, wie verhält sich der rechtfertigende Glaube an Jesus Christus zur Wiederherstellung der Beziehung zwischen Mensch und Gott? Ist Christus, vor allem sein sühnender Tod, hier nur das göttliche Mittel zum Zweck? Oder ist die neue Beziehung des Menschen zu Gott zutiefst vom Handeln Gottes in Christus geprägt, sodass diesem Christushandeln Gottes auch die Grundstruktur des Glaubens und der durch ihn eröffneten neuen Existenz des Menschen vor und mit Gott entspricht. Kapitel 6 des Römerbriefs und mit ihm die paulinischen Ausführungen zur Taufe geben auf diese Frage eine klare Antwort. Sie lautet: Dem Christushandeln Gottes entspricht die Christusstruktur, die Christusförmigkeit der Existenz im Glauben. Und das versuche ich nun aufzuzeigen. Die Sache hatte sich ja bereits in der erwähnten Entsprechung von Todesverfallenheit und neuem Leben der Glaubenden zu Tod und Auferweckung des Gottessohnes angedeutet. Und sie zeigt sich auch in der Titulierung Christi als Herr oder unser Herr, die in Römer 1 bis 5,
nahezu ausschließlich im Kontext der für unsere Fragestellung relevanten und deshalb auch besprochenen Aussagen begegnet. Die Beziehung der Glaubenden zu Christus ist demnach generell durch das Herrsein Christi über sie geprägt, und dieses Herrsein hat etwas mit dem Tod und der Auferstehung Christi und ihrer Bedeutung für die Existenz im Glauben zu tun. In seinen Ausführungen zur Taufe kommt Paulus auf diesen Zusammenhang nun näher zu sprechen. Ausgelöst sind seine Ausführungen zur Taufe durch die rhetorische Frage, ob Christen sündigen sollen, um die damit von Paulus zuvor herausgestellte Übermacht der Gnade über Sünde und Tod zu provozieren. Der Apostel schließt das kategorisch aus, mit dem Verweis auf das Gestorbensein der Christen für die Sünde. Und er begründet diesen Sachverhalt mit der Taufe. Das heißt, genau an der Stelle, wo es um die Wirklichkeit des Gerechtfertigtseins im Lebensvollzug der Glaubenden geht, genau an der Stelle kommt die Taufe ins Spiel. Und mit ihr bestimmt Paulus die existenzielle Dimension der Glaubensgerechtigkeit, also der neuen Gottesbeziehung des Menschen, als Christusförmigkeit. Denn er spricht bezüglich der Taufe von einem Mitbegrabenwerden der Glaubenden mit Christus und von der Neuheit ihres Lebens in Analogie zur Auferweckung Christi. Des Weiteren spricht er von einem mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben sein und einem mit und in ihm leben. Die Umwandlung der Todesverfallenheit der alten Existenz des Menschen in das befreite Leben in der Gemeinschaft mit Gott hat also die Gestalt des Ergehens Christi. Sie impliziert ein Sterben des Menschen mit Christus und die Neuwerdung seiner Existenz wie bei Christus, was gleichbedeutend ist mit einem Sterben für die tödliche Macht der Sünde und die Gewinnung eines neuen Herrn, der diesen Weg des Lebens eröffnet hat und auf ihm vorausgeht, nämlich Christus. Nun ist im Bezug auf Römer 6, 1 bis 11 so ziemlich alles umstritten. Es ist tatsächlich so, Walter, du wirst es auch beim Schreiben deines Kommentars, hast es ja auch festgestellt. Ich kann auf die diesbezüglichen Fragen hier nicht eingehen. Es würde den Rahmen sprengen. Und so präsentiere ich Ihnen mein Verständnis dessen, was Paulus hier sagt, und versuche, es einigermaßen plausibel zu begründen. Beginnen möchte ich mit der Aussage, von der sich mit Sicherheit sagen lässt, dass Paulus mit ihr das innere Geschehen umschreibt, das mit dem äußeren Vollzug der Taufe verbunden ist, nämlich das Begrabenwerden mit Christus, so Vers 4. Denn wie immer man die betreffende griechische Wendung deutet, sie bezeichnet einen pneumatischen, das heißt einen gottgewirkten geistlichen Vorgang, der sich mit dem Vollzug der Taufe abspielt. In ihr wird der Täufling nämlich mit Christus begraben. Und dieses Begrabenwerden mit Christus ist als Folge des Gestorbenseins bzw. Todseins mit Christus zu verstehen. Paulus will damit offenbar sagen, wer mit Christus gestorben und begraben ist, der und die ist in dasselbe Todesgeschick wie Christus hinein begraben worden, nämlich eines, das von der Auferstehung überwunden werden wird, beziehungsweise bei Christus schon überwunden worden ist. Das ergibt sich aus der unmittelbaren und auch weiteren Fortsetzung des betreffenden Satzes. Denn das Begrabenwerden mit Christus in den Tod dient ja geradezu dazu, fortan in der Entsprechung zur Auferweckung Christi in einem neuen Leben zu wandeln. Vers 4. Und an der durch die Auferweckung Christi eröffneten endzeitlichen Auferstehung der Toten teilzuhaben. Vers 8. Deutlich ist bei alledem, der äußere Vollzug der Taufe steht bei Paulus für ein inneres geistliches Geschehen, denn der Täufling stirbt ja nicht leiblich.
Ein Geschehen, das ihn, den Täufling, in den Tod des Christus hineingibt und ihn an seiner Auferstehung teilhaben lässt, wenn auch nur vorerst in Gestalt der Neuheit des irdischen Lebens und eines entsprechenden Lebenswandels. Im äußeren Vollzug der Taufe wird dieses innere Handeln Gottes zu einer existenziellen Wirklichkeit im Leben des Täuflings. Zeichenhaft dafür steht die damalige Taufpraxis des Untertauchens im Wasser und Wiederauftauchens aus dem Wasser, die das innere Geschehen abzubilden vermag, das Begrabenwerden in den Tod und das Herausgenommenwerden aus ihm zu einem neuen Leben. Und dies alles spricht dafür, auch die folgenden Aussagen, was nicht unumstritten ist, auf die Taufe zu beziehen, also das mit Christus gekreuzigt sein, das mit Christus gestorben sein, sowie das künftige mit Christus zusammen leben durch die Auferstehung von den Toten am Ende der Zeit. Denn diese Wendungen explizieren das zuvor besagte Sterben des Täuflings mit Christus in der Taufe und die daraus resultierende Zueignung des neuen Lebens in Entsprechung zu Christus. Und dabei fallen die vielen mit Christus Aussagen auf, ja, mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, mit Christus begraben, mit Christus zusammenleben. So hat Paulus im Römerbrief bis dahin noch nicht gesprochen. Das bedeutet, so sehr der Apostel zuvor von Christus und der Heilsbedeutung seines Todes und seiner Auferstehung geredet hatte, so sehr macht er erst jetzt deren existenzielle Bedeutung für den Menschen zum Thema. Das ist zwar durch die Ausgangsfragestellung nach dem Verhältnis des Glaubenden zur Sünde bedingt, es erweist sich aber dennoch als logische Fortführung der grundlegenden Darlegung der paulinischen Theologie im Römerbrief. Denn es geht jetzt um die Frage nach der existenziellen Wirklichkeit des im Christus geschehen eröffneten Heils der Rechtfertigung im Leben der Glaubenden. Und diese Wirklichkeit ist nach Paulus die Christusförmigkeit. Sie besteht in der Applizierung des heilschaffenden Handelns Gottes im Tod und der Auferstehung Christi auf die Existenz des glaubenden Menschen in der Taufe. Im Vollzug der Taufe widerfährt dem Täufling der Tod, ebenso wie er Christus in seiner Passion widerfuhr. Es ist ein Sterben mit Christus. Und in der Taufe wird dem Täufling wie bei Christus durch das machtvolle Handeln Gottes neues Leben aus Sterben und Tod heraus geschenkt. Es ist ein Leben mit Christus, das seiner Vollendung durch die in Christus eröffnete Auferweckung aus den Toten entgegengeht. Und dabei liegt das Hauptgewicht auf dem Sterben und Begrabenwerden mit Christus. Nur davon wird explizit gesagt, dass es sich in und mit der Taufe am Täufling ereignet, als ein einmaliges, punktuelles Geschehen entsprechend dem Sterben Christi. Die daraus folgende Existenz in der Neuheit des Lebens bezeichnet dagegen einen Prozess, der durch die Taufe eröffnet wird und gleichsam ihr Resultat darstellt. Und Paulus legt dabei näher dar, wie er dieses Sterben mit Christus in der Taufe, wie das zu verstehen ist. Nach Vers 6 stirbt nämlich der alte Mensch, indem er in der Taufe mit Christus gekreuzigt wird. Wie die Fortsetzung zeigt, bezieht sich das auf die bisherige sündhafte Existenz. Dieser Leib der Sünde, wie Paulus schreibt, wird durch das mit Christus gekreuzigt werden vernichtet, sodass dem Täufling die Existenzweise entzogen ist, in der er bisher der Macht der Sünde gedient hat. Solches Dienen ist fortan ausgeschlossen. Was der Apostel in Vers 7 mit einem Satz des göttlichen Rechts begründet, nämlich im Tod des Sünders hat die Sünde das bekommen, was ihr zusteht, den Tod des Sünders, sodass sie jeden Anspruch
auf den Sünder verloren hat und er darum von ihrer tödlichen Anklage freigesprochen ist. So Paulus. Dieses Sterben des Sünders mit Christus in der Taufe ist im Unterschied zu Christus freilich kein leibliches Sterben. Wir holen ja keine Leichen da aus der Taufe hervor und müssen sie wiederbeleben. Sondern es ist ein geistliches Geschehen, weshalb Paulus von der Gleichgestalt des Todes Christi spricht, mit der der Täufling in der Taufe zusammenwächst. Vers 5. Das griechische Wort für Gleichgestalt bedeutet Gleichheit bei gleichzeitiger Unterschiedenheit. Die Gleichheit besteht im Sterben, die Unterschiedenheit darin, dass es sich beim Täufling nicht um ein leibliches Sterben handelt. Das besagt der Sache nach, der in der Taufe nicht leiblich gestorbene Mensch gilt vor Gott dennoch als ein Gestorbener, da er in das Sterben Christi hineingenommen ist und auf diese Weise der von Sünde und Tod befreiende, sühnende Tod Christi zu seinem eigenen Tod geworden ist. Das führt Paulus an anderen Stellen dann auch noch weiter aus. Und mit ihm ist auch die Freiheit von den Mächten der Sünde und des Todes zur neuen Wirklichkeit im Leben des Täuflings geworden. Paulus belässt es hier bei äußerst knappen Aussagen, was ihre Wiedergabe auch so schwierig macht. Er belässt es bei dieser Knappheit, da er den fundamentalen Zusammenhang mit der Heilsbedeutung des Todes Christi bereits zuvor mehrfach ausgeführt hatte. Das Heil der neuen Gottesgemeinschaft, das Christus in seinem sühnenden Sterben für alle Menschen erwirkt hat und das durch den Glauben zu einer Wirklichkeit des je einzelnen Menschen wird, dieses Heil wird dem Menschen nunmehr in Gestalt dieses grundlegenden Heilsgeschehens in der Taufe gleichsam auf den Leib geschrieben. Die Formulierung habe ich von Otfried Hofius, Neutestamentler in Tübingen. Auf den Leib geschrieben, in dem der Täufling durch den Vollzug der Taufe hineingenommen wird in das heilschaffende Sterben Christi. Dies ist damit zu seinem eigenen Sterben geworden und hat auf diese Weise eine unwiderrufliche Verbundenheit und Gleichförmigkeit mit Christus und dem zentralen Geschehen seiner Heilsstiftung hergestellt. Und diese Gleichförmigkeit mit dem Tod und mit dem neuen Leben Christi, das bezeichne ich als die Christusförmigkeit des neuen Lebens, das der Glaubende empfängt. Das muss ich jetzt aber noch ein bisschen präzisieren. Paulus beschreibt diese neue Wirklichkeit als eine klare Entsprechung. Wie der tote Christus durch die Lebensmacht Gottes zu neuem Leben auferweckt wurde, so werden die Getauften ein von Gott gewirktes neues Leben aus dem Tod heraus führen. Genau besehen handelt es sich um eine doppelte Entsprechung zwischen Christus und den Täuflingen, nämlich der Wirklichkeit des neuen Lebens einerseits und die Ermöglichung durch das machtvolle Leben aus dem Tod schaffende Wirken Gottes andererseits. Und dabei ist nun auch der auffällige Sachverhalt zu bedenken, dass der Apostel in diesem Zusammenhang zum zweiten Mal im Römerbrief nach dem formelhaften Eingangsgruß von Gott als Vater spricht, nachdem er diese Bezeichnung bei seiner wahrhaft vielfachen Rede von Gott zuvor bis dahin vermieden hatte. Und die hier in Vers 4 begegnende absolute Rede von dem Vater, dessen Herrlichkeit die Entsprechung des neuen Lebens bei Christus und den Getauften herstellt, dieser Sachverhalt bringt beide, Christus und den Täufling, in ein und dasselbe Verhältnis zu Gott, nämlich als Söhne bzw. Kinder des Vaters. So später auch nochmal in Römer 8. Paulus will mit dieser Parallelisierung Christi mit den Täuflingen also offenbar zum Ausdruck bringen, dass nicht nur ihr Sterben, sondern auch ihr neues Leben dem des Christus entspricht.
und dass diese Entsprechung in der Taufe hergestellt wird. Es ist neues Leben wie bei Christus, von Gott gewirkt als Leben aus dem Tod bzw. durch den Tod hindurch, allerdings mit dem bezeichnenden Unterschied, dass die Getauften anders als Christus noch auf die leibliche Auferstehung aus den Toten warten und sie deshalb das neue Leben nur in der Weise des Glaubens haben. Es ist Leben für Gott aus und in der Kraft Gottes wie bei Christus. Und daraus folgert Paulus abschließend eine nochmalige Entsprechung, die sein Fazit aus allem zuvor Gesagten darstellt in Vers 11. So wie Christus ein für alle Mal der Sünde gestorben ist und für Gott lebt, so sollen die Getauften sich für Menschen halten, für die dasselbe gilt. Mit Christus tot zu sein für die Sünde und wie er für Gott zu leben. Und das ist nur möglich in der Weise des Glaubens. Deswegen schreibt Paulus, haltet, er fordert auf, haltet euch für solche Menschen, für die das gilt. Nicht von ungefähr begegnet an dieser Stelle zum ersten Mal im Römerbrief die Wendung in Christus, mit der Paulus sonst vielfach Christus als Raum oder Ort oder Sphäre der Existenz im Glauben umschreibt. Was die so vermittelte Christusförmigkeit näher bedeutet, das entfaltet Paulus im Folgenden hinsichtlich ihrer Auswirkungen unter dem Leitsatz: Stellt euch Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Als spirituelle, geistliche Grundhaltung des glaubenden Menschen umschreibt er die Christusförmigkeit in Galater 2, Vers 19 und 20 etwas näher, das ist auf dem Handout drauf, mit den Worten: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das, also dieses Leben, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Die innere Grundhaltung des Lebens, die damit gemeint ist, so vermute ich, lässt sich ungefähr so umschreiben. Ich lebe nicht mehr aus eigener Kraft und für meine eigenen Sinn- und Zielvorstellungen. Diese, meine sündige Existenz, also ich in meiner Selbstbehauptung gegen Gott, ist bzw. bin ja mit Christus gekreuzigt. Mich gibt es so nicht mehr. Nicht mehr ich selbst bin also Grund, Kraft und Ziel meines Lebens, sondern der Sohn Gottes in seiner sich hingebenden Liebe zu mir, in der ich immer wieder seine göttliche Kraft erfahre, und zwar mitten in aller eigenen, von mir bejahten Schwachheit in Bezug auf das Leben im Glauben. Zu dieser Thematik gäbe es noch vieles zu sagen, aber die knappe Zeit lässt es nicht zu. In der Taufe erfolgt also noch Paulus so etwas wie die christologische Strukturierung des im Glauben empfangenen Heils der Gerechtigkeit Gottes, die Gott ja im Sterben und der Auferweckung seines Sohnes zutiefst erwiesen hat. Die Taufe vermittelt demnach nicht das Heil, dessen Zu- und Aneignung vollzieht sich, wie wir gesehen haben, im Glauben, aber sie formt es, das Heil, von Christus her auf Christus hin. Und sie steht damit im engsten sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Bekehrung bzw. dem zum Glauben kommen. Denn der Glaube empfängt das Ganze in Christus geschaffene und an ihn gebundene Heil. Die Formung der Christusgemäßheit der Existenz in diesem Heil kommt jetzt nun nicht als separater zweiter Akt irgendwann später hinzu.
Sie kann auch von ihrem Wesen her dem Heilsempfang im Glauben auch nicht vorausgehen, sondern sie gehört sachlich und auch zeitlich in den Prozess des zum Glauben Kommens als Initiation, als Beginn, Anfang der christlichen Existenz. Bekehrung und Taufe bilden nach Paulus zwei Aspekte eines einheitlichen Geschehenszusammenhangs, in dem Gott zum Heil des Menschen gemäß der christologischen Grundstruktur seines Heils handelt. Damit komme ich zum Abschnitt 2, der wird wesentlich kürzer. Ich möchte noch einen kurzen Blick auf Aussagen des Paulus zur Thematik in anderen seiner Briefe werfen. Zunächst im 1. Korintherbrief. Nach Kapitel 15 ist die Gemeinde in Korinth entstanden, indem die Menschen das von Paulus verkündigte Evangelium im Glauben angenommen haben. Dem Feststehen im Glauben, wie Paulus sich da ausdrückt, Feststehen im Glauben an den sich im Evangelium zusagenden gestorbenen und auferstandenen Christus. Diesem Feststehen im Glauben ist das Heil verheißen. Darin zeigt sich derselbe Grundsatz wie im Römerbrief. Das Heil wird dem Menschen im Glauben zuteil, der durch die Verkündigung des Evangeliums geweckt wird. Und dieser Grundsatz vermag nun die Zurückhaltung des Apostels bezüglich der Taufe in Kapitel 1, 17 hinreichend zu erklären. Wenn Paulus hier in 1, 17 betont, von Christus nicht zum Taufen, sondern zur Verkündigung des Evangeliums gesandt zu sein, dann ist das einerseits zwar dem Bestreben zu verdanken, der Fehleinschätzung der Taufe in der korinthischen Gemeinde entgegenzuwirken, andererseits handelt es sich aber um eine generelle Aussage zu seinem Sendungsauftrag. Und diesen Auftrag sieht er in der grundlegenden Verkündigung des Evangeliums, durch die der Glaube geweckt wird und Gemeinde entsteht. Die Taufe kann er, so Paulus, mit Ausnahmen anderen überlassen, da es in ihr, wie wir vom Römerbrief her gesehen haben, nicht um die Vermittlung des Heils, sondern um seine Formung geht. Also die Zurückhaltung des Apostels gegenüber der Ausübung der Taufe durch ihn selbst lässt sich von einem ganz zentralen Punkt seiner Theologie her einleuchtend erklären. Auch 1. Korinther 12 passt in die Linie des aus dem Römerbrief erhobenen Befundes. Nach Vers 13 geschieht die durch den Geist vermittelte Eingliederung der Glaubenden in den Leib Christi, geschieht in der Taufe. Mit der Bezeichnung als Leib Christi wird die Gemeinde als eine pneumatische, eine geistliche Wirklichkeit charakterisiert, in der sich Christus mit seinem Heil in der Welt manifestiert. Es geht also auch hier um so etwas wie die Christusförmigkeit der Existenz im Heil in Gestalt der Gemeinde. Und dass Paulus mit der christusgemäßen Formung der Existenz der einzelnen Glaubenden in der Taufe, dass er damit auch ihre Eingliederung in die als Leib Christi verstandene Gemeinde verbindet, ist folgerichtig. Entsprechendes gilt für Galater 3, 27. Es geht auch hier um die Gemeinde, wie der unmittelbare Kontext zeigt. Den angesprochenen Christen wird gesagt, zugesagt, durch den Glauben an Christus zu Kindern Gottes geworden zu sein. Am Heil Gottes haben sie also teil, seit und indem sie zum Glauben gekommen sind. Und diesen Vorgang bringt Paulus sogleich mit dem Getauftsein aller Gemeindeglieder in Verbindung, indem er das Getauftsein mit einem Anziehen des Christus umschreibt, der sie seit und mit der Taufe demnach wie ein Gewand umhüllt. Was auch immer mit dem Bild des Anziehens, des Christus-Anziehens gemeint ist, so viel steht fest. Wie die Kleidung das Erscheinungsbild eines Menschen prägt, so prägt die Christuswirklichkeit das Erscheinungsbild der Gemeinde und der ihr zugehörigen Menschen. Da haben dann kulturelle, soziale und geschlechtliche Unterschiede keine Relevanz mehr, auch wenn sie nach wie vor bestehen, da alle Beteiligten in ihrer Existenz von Christus bestimmt sind und mit ihnen die ganze Gemeinde. Also auch hier ist es folgerichtig,
wenn Paulus die Christusförmigkeit der Einzelnen sowie der ganzen Gemeinde auf die Taufe zurückführt. Gleicher Schluss. Auch wenn der Kolosserbrief vermutlich nicht von Paulus selbst geschrieben ist, soll er doch abschließend kurz bedacht werden, da er in das unmittelbare Umfeld des Apostels hineingehört. Dort ist in Kapitel 2, 12 von der Taufe als einem Begrabenwerden mit Christus und einem daraus resultierenden Mitauferwecktwerden in Christus die Rede. Also der sonst bei Paulus begegnende eschatologische, das heißt endzeitliche Vorbehalt ist hier aufgehoben. Die in der Taufe selbst oder zumindest als ihre unmittelbare Folge geschehene Auferweckung ist jetzt schon eine pneumatische Realität im Glauben an die Auferweckungsmacht Gottes. In der Auslegung des Verses und seines Kontextes ist wieder vieles umstritten. Deutlich ist aber, dass die Taufe hier, wie der Kontext zeigt, ein Ausziehen des fleischlichen Leibes bedeutet oder so verstanden wird, also als Beendigung der sündhaften, todgeweihten Existenz. Und das deckt sich mit dem paulinischen Taufverständnis, das hier ja auch in der Rede vom Begrabenwerden mit Christus und von der Neuheit des Lebens, hier allerdings schon in Gestalt der Auferweckung des Auferwecktseins, das tritt ja auch deutlich zutage. Fraglich erscheint allerdings, ob die Taufe hier nicht nur als Herstellung der Christusförmigkeit verstanden wird, sondern auch und vor allem als grundlegender Akt der Heilsvermittlung, eben des Auferstehungslebens. Wie dem auch sei, in jedem Fall liegt eine Weiterentwicklung der paulinischen Tauftheologie vor. Und damit komme ich zum Schluss. Im Blick auf die ganz am Anfang genannte Fragestellung lässt sich abschließend Folgendes festhalten. Ein Verständnis der Taufe als bloßer Bekenntnis- und Gehorsamsakt des bereits glaubenden Täuflings lässt sich von Paulus her ebenso wenig begründen wie ein sakramentales Verständnis im Sinne der grundlegenden Heilszueignung oder Heilsvermittlung. Das sollte einerseits allen Kirchen und insbesondere einigen Freikirchen zu denken geben, die der Taufe jede Relevanz beim Zustandekommen des Heils absprechen und hier alles an den Glauben binden. Hier wird meines Erachtens das biblische Taufverständnis, auch das über Paulus hinausgehende, entwertet und wichtiger Inhalte beraubt. Aber es sollte auch allen Kirchen, vor allem den Großen, zu denken geben, die nach wie vor scheinbar selbstverständlich davon ausgehen, dass das Heil der Rechtfertigung in der Taufe vermittelt wird, wie es etwa in Artikel 25 der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre von Lutheranern und Katholiken vor gut 20 Jahren wirkmächtig formuliert worden ist. Auch wir Methodisten haben uns ja dieser Erklärung angeschlossen. Bei der gemeinsamen Erklärung überrascht diese Rede von der Taufe insbesondere deshalb, als die Erklärung ihren eigenen Angaben zufolge ja im gemeinsamen Hinhören auf Paulus und seine Theologie zustande gekommen ist. Meines Erachtens als kritische Anmerkung hat man zumindest in der Frage der Taufe noch nicht genug, vielleicht auch noch nicht offen genug bei Paulus hingehört. Wenn es zu einer breiteren ökumenischen Verständigung und einer Annäherung hinsichtlich der Taufe kommen soll, wie es für den evangelischen Bereich in Deutschland mit jener Gesprächsrunde zwischen Vereinigung evangelischer Freikirchen und evangelischer Kirche in Deutschland ja begonnen worden ist, wenn das angestrebt wird, dann könnte die Beobachtung der Mittelposition bei Paulus hilfreich sein, wie ich sie aufzuzeigen versucht habe. Das würde aber für alle Seiten bedeuten, nochmal ganz neu auf Paulus zu hören, und zwar unabhängig, möglichst unabhängig von allen, das ist die Schwierigkeit, von allen traditionell mitgebrachten Taufüberzeugungen. Die gemeinsame Mitte
könnte dann die Christusförmigkeit des Heils sein? Jenes Heils der Rechtfertigung, das im Glauben empfangen wird, aber in der Taufe seine entscheidende Formung, seine Prägung erhält. Dann wäre die Taufe zwar nicht das Sakrament der grundlegenden Heilszueignung, sehr wohl aber das seiner charakteristischen Prägung, ohne die das Heil Gottes nicht das wäre, was es ist, nämlich Leben in der Gemeinschaft mit Gott, im Geprägtsein der Existenz vom Gestorbensein mit Christus und neuem Leben in Christus. Soweit meine Ausführungen zum Thema. Mit dieser Vorlesung verabschiede ich mich in den Ruhestand. 23 Jahre durfte ich hier an der Hochschule das Fach Neues Testament lehren. Und zum Abschluss dieser Zeit durfte ich, wie schon oft zuvor, die Erfahrung machen, auch wenn man sich schon mehrfach mit einzelnen Texten und Themen befasst hat, lohnt es sich, immer wieder genau hinzuschauen und hinzuhören, um Neues.